Servus, grüßt euch. Heute geht es um ein paar Basics. Es geht um 3D-Objekte. Nicht mit den Architekturbauteilen verwechseln, wie man Wände erstellen kann, Stützen oder sonst irgendwas, sondern wir gehen eher auf Boxen, Zylinder und sowas, ne? Pyramiden. Was man dabei beachten muss, ist, du kannst jedes 3D-Objekt auch benutzen als, ja, als Bauteil. Es kommt immer auf deine Anforderungen drauf an. In manchen Sachen benutze ich das auch. Übergebe dann die Intelligenz und die Oberflächen oder auch die Stilflächen von Bauteilen an das Objekt, dann kann man damit arbeiten. Aber man muss natürlich aufpassen bei Auswertungslisten. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Architekturwand erstellt, dann ist eine Wandfläche, wird dann ausgewertet als Quadratmeter, denn die brauchen wir natürlich auf dem Positionsplan. Würde ich jetzt aber eine Box ziehen, die genauso ausschaut wie eine Wand, ich würde alles komplett identisch machen, dann werden alle Flächen gezählt. Weil woher soll Albert wissen, dass du die Box jetzt als Wand benutzt? Und genau das ist sozusagen das Kriterium und viel im Fertigteilbereich wird halt genutzt, wenn man, ja, im Fertigteilbereich wird sehr viel mit den 3D-Objekten gearbeitet. Und damit starten wir jetzt einfach mal. Wir haben hier zum Beispiel 3D-Linien, Splines und Kreise. Wenn ich zum Beispiel so eine Linie auswähle, dann habe ich wieder zwei so Paletten. Ich kann einmal die 3D-Linie, ich kann ein 3D-Dreieck oder ein N-Eck erzeugen. Zum Beispiel, wenn ich ein N-Eck erzeuge, dann kann ich das Ganze hier größer und kleiner machen. Hier unten die Anzahl der Ecken eingeben, sagen wir mal 36. Einmal mit Enter bestätigen und jetzt schaut das Ganze schon runder aus. Genau, und dann kann man noch den Radius eingeben, macht mal 10 mm Radius und jetzt haben wir dieses N-Eck hier so erzeugt. Wir schauen uns mal hier an und hier. Gehen wir hier in die Seitendarstellung und hier haben wir die Animation. Also wir haben jetzt einfach nur einen 3D-Kreis, der ist nicht gefüllt, ist keine Fläche. Natürlich können wir auch so Linien zeichnen. Ja, zack, 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 zack. Als Polygonzug. Und jetzt kommt das Lustige, was ich noch nicht rausgekommen habe. Wenn ich den Polygonzug deaktiviere, was ist denn der Unterschied jetzt? Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Genau. Ich kann auch natürlich Boxen erzeugen. Also diese 3D-Linien und sonst irgendwas, die für mich nur 2,5D sind, die mache ich jetzt mal weg. Aber jetzt kommt eher zum Beispiel ein Quader. Ich kann jetzt zum Beispiel über die Diagonale einen Quader erzeugen, so wie man es kennt, mit Füllflächen oder sowas. Und jetzt kann ich die Höhe eingeben, sagen wir mal 1 Meter. Und jetzt haben wir hier die Box, die 1 Meter hoch ist, mit den Angaben von... Ich habe es einfach irgendwie gezogen, oder? Also fast 20 cm auf 15 cm haben wir das Ganze erzeugt. Jetzt können wir zum Beispiel noch einen zweiten Quader hier erzeugen. Machen wir auch mit Höhe 1 Meter. Escape ich mal. Wo ist er? Hier überschneiden sich die. Das sind jetzt zwei Bauteile. Und jetzt haben wir zum Beispiel so einen klassischen Fall, wo sich diese zwei Baukörper überschneiden. Und wir wollen jetzt eigentlich daraus eins machen. Dann können wir einfach hergehen und sagen, okay, die kombinieren wir miteinander. Da gibt es Körper vereinigen. Bolsche Operationen, ne? Also eins anklicken und dann einfach die restlichen markieren. Da können jetzt 100.000 dabei sein. Rechtsklick und schon wurde das miteinander kombiniert. Ist jetzt ein Bauteil. Ich kann das Ganze auch rückgängig machen. Ich könnte zum Beispiel jetzt diese Box nochmal anklicken. Und in der Seitendarstellung habe ich einfach den Bewegungsmodus deaktiviert. Nehme jetzt den Griff und ziehe das Ganze hier einfach runter. Oder ich gebe hier noch eine Länge ein von 0,5. Ich kann auch hier das nochmal von unten nach oben ziehen. Und jetzt kann ich das Ganze wieder vereinigen. Zack, zack. Und jetzt sind diese zwei Körper miteinander vereint. Die Liniendarstellung ist jetzt korrekt, denn wir schauen von oben drauf. Deswegen haben wir hier eine harte Kante und dann geht das Ganze so weiter. Jetzt kommt was Wichtiges. Jetzt, ich mache nochmal rückgängig. Ich habe STRG Z gedrückt. Das ist dasselbe wie hier auf den Pfeiltasten. STRG Z, STRG Y. Diese Kombination solltet ihr euch merken. Die geht auch im Explorer. Schaut mal her. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier. Deswegen immer mit Hotkeys arbeiten. Ich habe jetzt hier Downloads. Ich lösche jetzt zum Beispiel die ganzen Sachen hier von Rotoblase auf Entfernen. Und jetzt, oh, wollte ich gar nicht. STRG Z. Und da sind sie wieder. Also nicht nur für Altplan, auch für Windows gut. Okay, jetzt haben wir hier diese zwei Bauteile. Jetzt machen wir mal was mit Attributen. Wir nehmen Attribute, wir weisen jetzt einfach mal ein Material hinzu. Sagen wir mal, das ist ein Stahlbeton. Objektname,
Brauchen wir nicht. Ja doch, wir könnten hier noch liken. Wer nicht liked, 7 Jahre schlechtes BIM. Ich sag's gleich. So, hier anfügen, anwenden. Ich kopiere das Ganze jetzt mal. Und wir kombinieren diese Sachen. Das mit dem oder das mit dem. Hier haben wir zuerst das angewählt und dann das. Und hier genau andersrum. Jetzt schauen wir mal in die Attribute rein. Hier haben wir von unserem Objektnamen Quader Material undefiniert. Wenn wir hier reinschauen, dann haben wir hier liken, machen 7 Jahre schlechtes BIM und Material Stahlbeton. Also ihr seht, das erste, was ihr auswählt von den Vereinigungen, das ist der Mainkörper, der Master. Das andere ist der Slave. Also so hieß es damals zumindest immer bei den Laufwerken. Wird hier auch wahrscheinlich so ähnlich heißen. Ne? Das eine ist der Meister, der andere ist der Sklave, der andere ist der Untergeordnete, sagen wir es mal so. Genau, also da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Was wir natürlich noch machen können, wir können natürlich auch Körper aus anderen Sachen rausstanzen. Ich mache jetzt mal wieder 0,25. Hier sehen wir es wieder in der Seitendarstellung. Schieben wir mal das Ganze hier hoch. Und jetzt sagen wir Körper K1, ja, kopieren wir auch von hier nach hier. Hier können wir K1 minus K2 erhalten. Also der Körper minus den Körper. Rechtsklick. Ja, wo ist es denn ausgestanzt? Ja, wir haben gesagt, das andere muss erhalten bleiben. Wenn wir es jetzt rausziehen, dann sehen wir hier die Lücke. Machen wir aber K1 minus K2 löschen, also Körper 1 minus Körper 2 löschen, dann schaut das Ganze so aus, dann wird der Körper einfach gelöscht. Okay, das löschen wir jetzt auch raus. Dann haben wir hier noch, ja, Schnittkörper erzeugen brauchen wir jetzt, da habe ich noch nie gebraucht. Ja, gibt eine Menge Funktionen. Was häufig genutzt wird, ist noch die 3D-Körper mit Ebene trennen. Das heißt, ich zerschneide jetzt was. Jetzt muss ich erstmal den 3D-Körper auswählen, jetzt sage ich mal den und habe hier zum Beispiel die Funktion, irgendwie eine Fläche, eine Bezugsfläche zu wählen. Ich mache das nie mit Bezugsflächen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache das immer mit Kanten oder Punkte auswählen. Dann sage ich zum Beispiel von hier, einfach voll gelogen, oder? So durch und jetzt in Z. Ja, so mal ist. So, und jetzt 2 Meter nach oben und jetzt habe ich das einfach ganz, das Ganze durchgeschnitten in die Z-Achse. Okay, so könnt ihr nämlich zum Beispiel dann auch Sachen einfach auseinanderschneiden mit der Funktion, was sehr hilfreich ist. Was noch wichtig ist, ist zum Beispiel auch extrudieren. Eine ganz wichtige Sache. Dazu nehme ich meistens 3D-Flächen. Das heißt, ich habe hier, wenn ich auf 3D-Fläche gehe, die Option, zum Beispiel so ein N-Eck zu erzeugen oder einfach selber irgendeine Fläche, zum Beispiel dieses abgespacete Ding, das möchte ich jetzt extrudieren. Dann gehe ich hier auf Extrudieren, hier drauf und kann jetzt einfach eine Länge eingeben. Machen wir 1 Meter und jetzt seht ihr, wurde das Ganze 3D-mäßig aufgefüllt zu einem soliden Baukörper und nicht mehr zu einer Fläche. Und ja, Zylinder, da bin ich halt gar kein Fan davon. Also was perfekt rund ist, mag ich nicht so gern einbauen. Aber natürlich geht auch das. So, ich mag es gern, wenn ich eine harte Kante hier sehe. Keine Ahnung. Deswegen gehe ich immer lieber auf dieses 3D-Flächen. Dann mache ich hier ein N-Eck. Altplan ist standardmäßig, glaube ich, 36 Ecken. Das hat mir der Simon erzählt. Grüße daraus. Und dann kann ich noch den Radius wählen. Machen wir 0,2. Und wieder 1 Meter hoch. Und jetzt haben wir einen Meter hoch. Jetzt muss ich es extrudieren, 1 Meter hoch. So, genau. Und jetzt habe ich hier harte Kanten, die ich sehe. Ob die jetzt schön sind oder nicht, ich kenne mich damit dann besser aus. Ich mag das lieber und die Performance ist auch noch besser. Also hier die Auslastung bleibt stabiler mit sowas. Ich sage aber ganz ehrlich, ich nehme auch nicht mal die 36 hier. Ich nehme da eher, was nehme ich hier? Ich glaube 12 oder sowas. Und klar, der Durchmesser passt dann nicht ganz, wenn man das Ganze misst oder auswerten lässt, dann, okay, jetzt in dem Fall schon, weil es von Kante zu Kante ist, aber es könnte zum Beispiel auch 38,942 sein. Das regle ich dann über die Reports, dass ich dann einfach eine Rundung einbaue bei runden Bauteilen. Also ich suche dann raus, bist du ein N-Eck?
Wenn ja, dann Runde auf oder ab. So, jetzt machen wir noch eine Box. Schaut jetzt irgendwie so wirr alles aus. Hierher wahrscheinlich. Machen wir mal 1 Meter auf 1 Meter. 1 Meter hoch. So, das soll sie sein. Hier auch. Jetzt können wir das Ganze ja auch noch phasen. Ausrunden oder phasen. Ich phase das Ganze. Und jetzt kann ich das 3D-Element auswählen. Wenn ich das jetzt im Grundriss mache, tue ich mich schwer. Am besten in der Animation. Deswegen hier Doppelklick drauf. Jetzt habe ich hier die Animation. Ich kann das alles schön bewegen. Aber möchte ich jetzt das Ganze phasen, habe ich hier die Palette 0,20. Einfach, dass wir was anderes haben. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel alle Kanten auswählen oder nur ein paar Kanten. Die Kanten kann ich aber jetzt nicht anklicken, weil ich den Bewegungsmodus noch aktiv habe. Das heißt, ich gehe mit meiner Maus hier runter, den Bewegungsmodus oder Navigationsmodus deaktiviere ich. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, nicht mehr zu drehen, aber Sachen auszuwählen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel diesen 3D-Körper anpassen und sage, diese Kante und bitte diese Kante phasen. Mit Escape bestätige ich das Ganze. Und jetzt, wenn ich den Bewegungsmodus wieder aktiviere, dann sehen wir, dass wir nur diese paar Kanten gefasst haben, so wie wir wollten. So können wir zum Beispiel auch Level of Detail 1 Gebäude ziemlich schnell zeichnen, wenn wir jetzt diesen GIS-Konnektor nicht zur Verfügung haben, warum auch immer. Genau. Was natürlich noch toll ist, bei diesen 3D-Objekten können wir den Volumenschwerpunkt herstellen. Das heißt, ich klicke da drauf und habe jetzt konstruktiv, wenn ich in den Drahtmodus wechsle, hier genau den Volumenschwerpunkt. Cool ist es auch, dass wir zum Beispiel diese Elemente alle wandeln können in Ebenen und diese Ebenen nutzen können, zum Beispiel für eine Bodenplatte und. Das machen wir mal gemeinsam. Nicht bezentral, genau. Wir löschen mal das alles raus und nehmen das hier. Gibt es da ein Ding? Ne, ihr findet es jetzt nicht auf die Schnelle. Hier Elemente wandeln. Dann kann ich jetzt zum Beispiel sagen, Architektur in 3D-Körper oder ich kann zum Beispiel 3D-Körper in Mengenkörper oder 3D bla 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 in 3D-Körperfläche aufteilen. Und wo ist meins? Falscher Befehl. Entschuldigung. Wo ist es? Wo war es jetzt gerade drin? Bin ich doof hier? 3D-Körper in Architekturebenen. Hier ist es. So, jetzt kann ich sagen, okay, welchen 3D-Körper? Den. Und jetzt, wenn ich F4 drücke, habe ich nur noch diesen Mittelpunkt da, weil das Ganze jetzt einfach hier Ebenen geworden sind. Aufpassen, die Layer wurden nicht automatisch zu Ebenen umgewandelt. Das heißt, ich muss das jetzt noch hinzufügen in dem Fall, weil sonst ist es halt schwarz und bei mir sollte es magenta sein, bei euch wahrscheinlich gelb. Und das kann ich einfach mit dem roten Stift machen. Wo ist denn der? Hier, Formateigenschaften modifizieren. Da gehe ich her und hole mir einfach den Layer hier raus und sage in dem Fall Ebenen. Einmal okay. Okay, bestätigen. Drüber justieren und jetzt haben wir hier nichts bekommen. Warum hat er die Ebene jetzt nicht umgewandelt in den richtigen Layer? Beter. Nochmal. Ebene, Linienfarbe und ist die schwarz? Ist nicht schwarz. So muss es sein. Muss ich mein Vorlaufbrett gleich noch ändern. Okay. Jetzt hat es übernommen. Sieht man das? Ja, genau. Sieht man. So, jetzt mache ich dasselbe nochmal. Mit der Pipette hier rein. Okay. Rechtsklick, alles markieren. Das wieder deaktivieren mit Link Shift. Komm. Dann halt nicht. Ist mir jetzt auch wurscht. So. Es ist jetzt so, wie es ist. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Es darf eh keine Ebene sein, weil es ein Kreuz ist. Das entfernen wir einfach. Wenn wir jetzt in den Rohbau reingehen und holen wir uns da eine Decke raus, die könnten wir jetzt mit der Flächensuche suchen. Nee, finde ich nicht so toll. Machen wir einfach hier die Eckkanten hier. Voraussetzung natürlich von der Decke ist, dass die sich anpasst. Hat er das gar nicht gezeichnet? Moment. Stimmt was nicht? Ich bin in der Seitenansicht, ich doof, Mann.
Das kann natürlich passieren. So, jetzt. Der Seitenansicht kann keine Decke, Decke zeichnen. So, jetzt schauen wir es uns an. So, jetzt haben wir die Decke hier. So schaut das Ganze jetzt aus. Wir haben ja die Ebene gemacht. Drahtmodell an. Okay, dann schauen wir mal, was falsch gelaufen ist. Das liegt mich jetzt an der Decke selber. Wir aktivieren die Decke. Und bei der Höhe haben wir hier zum Beispiel die Höhenangaben, dass es sich oben an Liken orientiert. Das ist von einem anderen Video. Also macht es sonst 7 Jahre schlechtes BIM. Und unten wollen wir uns auch an der Ebene orientieren. Und jetzt werde ich angerufen. Eieiei. Muss ich jetzt schnell pausieren. So, rufe ich zurück. So, jetzt an der Unterkante orientieren. Okay. Hier 0 eingeben. Bestätigen, bestätigen. Und jetzt hat der Körper, der 3D-Körper, die Ebenenfunktion übernommen und wir haben trotzdem eine Decke reingelegt. Also ihr könnt zum Beispiel auch hier das Ganze nutzen, wenn ihr zum Beispiel Vuten oder sowas nutzt. Also wenn ihr Vuten zeichnen wollt, gibt es übrigens auch ein Video von mir, wie man das am besten macht, dass die Vuten richtig dargestellt werden und so. Und dann kann man das sozusagen auch nutzen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges? Ja, sowas will ich gar nicht zeigen. Das ist für mich Architektur. Dreipunktsegel, das kann man öfters nutzen. Das sprengt jetzt aber auch den Rahmen. Pyramiden, da braucht man erst Flächen dazu. Machen wir da noch eine Pyramide her. Machen wir mal so eine rechteckige und einmal eine kreisförmige. So, eine Pyramide. Da steht hier Grundfläche wählen. Hier, und jetzt kann ich den Mittelpunkt wählen. Rechtsklick hier rein, Mittelpunkt, zack. Spitzpunkt liegt, ja genau, wir haben keine Höhe eingegeben, also nochmal, Höhe 1 Meter hoch. Genauso können wir das Ganze hier nicht wählen, aha, haben wir schon. Also eine Runde kann ich gar nicht nehmen, dann nehmen wir doch hier eine N-eckige. Dann schauen wir, ob das wenigstens funktioniert. 36, so wunderbar, Pyramide, Grundfläche wählen. Die justieren wir jetzt auch in den Mittelpunkt. Rechtsklick, Mittelpunkt hier rüber und 1 Meter hoch. Ja, ist gar nicht direkt im Mittelpunkt. Aber jetzt haben wir zum Beispiel hier einen Kegel gemacht, hier eine Pyramide und das ist unsere Decke. Ja, gibt noch mehr davon. Wenn ihr da irgendwas mehr darüber erfahren wollt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Servus, ciao, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.